Willkommen zurück bei Ron. Wir hatten ja eben die Veranstaltungstipps von Natalia Höppner für Sie für das Wochenende. Aber es gibt auch noch mehr zu erleben, zum Beispiel die zweite Auflage des Metropolregion Handball Cups. Der steigt dann nämlich. Und da treten männliche und weibliche B-Jugendteams in einem hochkarätigen Feld gegeneinander an. Am Samstag geht es um 10 Uhr mit der Quali-Runde los. Die Sieger kommen dann in die Hauptrunde. Die Teams der TSG Friesenheim, die sind bereits gesetzt. Die Mädels eröffnen dann als Titelverteidigerinnen am Sonntag um 9.30 Uhr die Finalrunde in der Wieslocher Stadionhalle. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Wir haben zwei Vertreter von der TSG Friesenheim da, Martin Busch-Sieper und Jürgen Meisel und Stefanie Wirth von der Sportregion Rhein-Neckar. Was sind denn Ihre Erwartungen an das Wochenende? Ja, wir hatten eine absolut klasse Premiere im letzten Jahr. Da wollen wir natürlich dieses Jahr dran anknüpfen. Die Teams und die Zuschauer erwartet ein top organisiertes, hochklassiges Turnier. Das Besondere an dem Metropolregion Handball Cup ist, dass die besten B-Jugendteams, die Mädels und die Jungs aus der ganzen Region, sich mal messen können auf Augenhöhe und auch mal über die Verbandsgrenzen hinaus. Das heißt, gegen die besten Teams mal schauen, wo man steht, gegen die Teams aus Baden, Hessen und der Pfalz. Also die Mädels der TSG Friesenheim sind Titelverteidigerinnen. Muss man die denn eigentlich noch anstacheln oder sind die schon richtig heiß? Nein, das ist natürlich für uns eine super Vorbereitung. Die Runde beginnt dann 14 Tage später. Und dadurch, dass wir ja den Titel verteidigen möchten, sind wir natürlich auch top motiviert. Wobei die Gegner natürlich auch sehr, sehr gut sind. In erster Linie gehen wir mal davon aus, dass die über das Qualifikationsturnier die TSG Catch weiterkommt und dann eben noch ein zweiter Qualifikant. Also wie schon gesagt, alle vier Mannschaften, die an dem Turnier dann am zweiten Tag teilnehmen, sind mit Sicherheit sehr, sehr leistungsstark. Mhm. Wenn man ein solches Turnier nimmt, welchen Stellenwert nimmt es denn eben auch für einen Verein wie die TSG Friesenheim ein? Ja, ein sehr hohen natürlich. Wir sind auf der einen Seite stolz auf unsere Jugendarbeit, auf der anderen Seite ist es natürlich eine gute Gelegenheit, sich auch zu messen mit Mannschaften, die nicht aus unserer Liga kommen, die man so unterm Jahr nicht sieht. Und ja, wir sind gespannt, wie wir da stehen. Im vergangenen Jahr waren Sie auch schon dabei mit beiden Teams, also männlich und weiblich. Was waren da die Erfahrungen? Ja, erstmal natürlich, dass es ein hervorragend organisiertes Turnier war, bei dem das Niveau derart hoch war, dass das wirklich jedes Spiel interessant war, dass man nicht irgendwo was schleifen lassen kann, sondern sich wirklich in jedes Spiel reinhängen kann. Und die Jungs freuen sich auch drauf, ja. Es gibt ein Einlagespiel am Sonntag. Was genau hat es denn damit auf sich? Was können die Zuschauer da erwarten? Genau, das ist in meinen Augen ein absolutes Highlight am Sonntagmittag, auf das ich mich auch persönlich freue. Die TSG Wiesloch hat eine inklusive Handballmannschaft mit Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung. Die spielen ein gemischtes Spiel. Also wir mixen die Mannschaft mit ehemaligen Handballstars aus der Region. Da dürfen wir uns auf jeden Fall drauf freuen. Herr Meisel, welche Erwartungshaltungen, wenn wir jetzt mal einfach auf das Sportliche gehen, haben Sie denn auch persönlich an das Turnier? Ja, in erster Linie, dass wir ein gutes Turnier spielen, dass wir verletzungsfrei bleiben und wenn es möglich ist, natürlich auch das Turnier zum zweiten Mal gewinnen, weil das ist einfach immer eine ganz tolle Geschichte. Ja, wir drücken Ihnen auf jeden Fall die Daumen, dass es ein richtig schönes Event wird und alles nach Ihren Vorstellungen gelingt und natürlich auch, dass eine Menge Zuschauer kommen. Also sei noch mal gesagt, 9.30 Uhr geht es am Sonntag los und um 10 Uhr am Samstag. Habe ich es noch richtig im Kopf? Genau. Ja. Wunderbar. Also ruhig mal rübergehen.